Willkommen zurück zu Division 2 bei uns auf dem Kanal der Knalltüten. Und ich bin die Blaster-Tüten-Inge und habe dabei meinen mexikanisch tanzenden Pariser Schwarm Schnuppe. Hallo Schnuppe! Hallo, hallo! Hallo, hallo Schnuppe, ich habe eine Idee, wir gehen mal hoch und holen uns mal eine Quest. Wir haben sonst nämlich nichts zu tun. Schöner Stahl, ich überhaupt noch leben. Ja, das stimmt, wir sind Level 12 und leben noch. Geil! Ja, wir dürfen doch nur einmal leben, irgendwas machen. Ja, stimmt. Bis hier rein mit Odessa reden. Was soll ich denn jetzt in Odessa? Odessa war es nicht am Schwarzen Meer. Das war ja fies. Ich hab gerade so eine. Okay, wir gucken erstmal hier. Neuer Einsatz: Polizeihauptquartier. Wow! Das war erst ab Stufe 25. Da haben wir noch ein bisschen Luft, würde ich meinen. Ja. Warte mal, gab's hier nicht noch irgendwas? Warte mal, Clan-Beschreibung brauche ich keine. Warte mal, ich gucke mal auf die Karte. Warte mal. Clan? Clan, ich brauche keine Beschreibung von den Clan. Gibt es eine Mission hier irgendwo? Oh, da unten, ja. Night et Serra, 44 Meter stand da gerade bei mir. Ich habe jetzt gerade das Signalleuchtfeuer aktiviert. Weil die anderen, ich nehme immer Feuerzeug. Oder so. Ja, die wollen hier sowieso noch voll quatschen erstmal. Das können die später immer noch. Wir wollen jetzt eine Nebenmission machen. Ein Leuchtfeuer, eine SHD-Technologie, Leuchtfeuer. Mensch, da haben wir Osterfeuer. Und ist doch nicht mal Ostern. Ja, ist auch, so lange ist das gar nicht mehr. Ja, stimmt. Heute ist ja schon da. Heute ist ja auch ein anderer Tag. Okay, Montag ist heute. So, ich laufe lang. Es sind übrigens 1,1 Kilometer. Ich hab ne neue Waffe, aber eine blaue. Ausgerüstet. Das habe ich aber gemacht im Off. Also wo du noch nicht on warst, da war ich off. Da war ich oft on. Wie jetzt? Jetzt wird's schwierig. Wir sind übrigens bitte Level 12, falls ich das nicht erwähnt habe. Jetzt zum dritten Mal. So. Oh, wir sind im Federal Triangle oder Triangle oder irgendein so ein schweres Wort. Irgendwas mit Englisch. Da vorne kämpfen unsere Freunde. Ob die Y-Plus eh mal leben dürfen? Weil wir jetzt gerade ein bisschen geruckelt, aber es ging. Da steht einer, also von den Bösen. Ein großer, fetter, dicker, gelber. Ja, aber der macht so. Oh, was lila ist? Wow! Ah, what the fuck? Ist lila jetzt besser als blau? Ja, hä? Nee. Nee, kam nicht nach blau, lila und dann ja, was kam danach? Gelb? Nee, auch nicht. Grün? Gelb? Doch, gelb gab's auch. Gelb gab's auch, ja. Gelb, ja. Gelb war's doch sogar. Gelb und dann und grün waren doch die Set-Teile oder so. Ja, weil ich in meinem Inventar geguckt habe, ich habe nur grünes Zeug gehabt. Ja, gut, das war hellgrün. Das dunkelgrün ist, glaube ich, das Set. Also die Set-Teile. Oh. Ich will nicht durch einen Straßengang sterben. Niemals. Oh. So, warte mal, die Feuer war ja weg, Lilly. Und ich habe das Gefühl, dass meine Muni immer so schnell alle ist. Und da hinten kommt noch was aus der Tür, rechts. Ich hätte ja meinen Geschütz, aber keine Lust, das hinzustellen. Stimmt, die haben sich gerade die Döner geholt, die kommen da als Dönerladen. Voll gefressen, voll dick. Die riecht aber auch so nach Schaf. Mit allem bitte. Oh, da ist was Gelbes. Ah ne, das ist bloß ein Schlüssel oder so. Achso, wir sind ja mitten in irgendwo. Achso, hier hinten ist eine fette Kiste zum Schnurpsen. Oh. Scheiße, wollte ich gar nicht ausrüsten. So. Egal. Das war jetzt Umgebung gesichert. Cool. Nee, ich habe hier irgendwas ausgerüstet. Wollte ich gar nicht. Achso, okay. Warte mal schnell ins Inventar gucken. Ja, ich 1.3 hier, was habe ich hier? Das ausgerüstet. Ich wollte doch das. Schnuppe steht auf. Schnuppe checkt die Lage. Am Leuchtfeuer. Also wir müssen doch zum Leuchtfeuer. So war's. Schnuppe steht doch gar nicht am Leuchtfeuer. Nee, ich stehe an der Laterne. Ich dachte, das ist ein Leuchtfeuer. Jetzt können wir nur weiter. Ja. Na, auf wen mussten wir denn warten hier? Laterne. Laterne bei mir, also bei mir. Warum hängt denn mein Spiel immer mal? Also, es hängt sich nicht auf, aber es ist so ein schwerer Ruckler. Naja, das ist bei dem Spiel normal. Wenn es mal nicht abkackt. Ich habe schon immer gesagt, spiele nicht mit dem C64. Aber es läuft immerhin. Naja, das ist bei dem Spiel nicht ganz. Hat der Baphomet Fluch gespielt oder so. Oh. Ja, der alte Baphomet, der war vor ein paar Wochen bei uns im Retro. Oh, was Grünes. Wow. Hinter uns ist irgendwie Ärger. Okay, wir lassen den Ärger. Der kommt nicht. Au.
Da vorne ist noch mehr Ärger. Ja, immer noch 700 Meter, sag mal. Ja, das ist wirklich ein langer Weg. So. Ah ja, noch einer. Wir wollen nicht sterben. Das sollte doch immer demonstrieren gehen. Wir wollen nicht sterben. Ja. So. Little Jolene, also Killer Jolene im Hintergrund, ist wieder sehr aktiv. Ja. Ja, das ist aber ein Killer-Mandy hier rumgeistert. Ne, Killer-Mandy ist heute nicht am Start. War es ja bei der Division so noch nie in unserem Modus hier. Das ist ja heute mal so aufgefallen, dass er das Spiel ja auch hat. Da hat sie sich gewundert, warum sie nicht mitspielt. Na, wenn man sie fragt, sie sagt, nee, der, was soll ich da machen? Typisch Killer Jolene. Quatsch. Falsche Killer Jolene. Killer Menti. Da unten ist übrigens der Lila, der ist ein bisschen stärker, deswegen schießt er die Rot. Ah, Achtung! Oben. Oh. Au. Wie wär's mit Au? Oh, ein Hut hoch. So, genau, okay. Oh, hier muss man doch erinnert sein. Au! Irgendwer schießt mir hier in den Rücken, also der Lilly da unten. Au, 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 au! Wo denn? Irgendwie hinter dem Gebüsch ist der. Komm, mach eine Mütze hoch. Ich bin hier tot. So, der ist an seiner eigenen Granate erstickt. So, ich muss mir kurz mal aufladen. Zusätzliche Feindkontakte. Wir mussten ja eigentlich gar nicht hin. Also wir mussten ja schon irgendwie hin. Ich bin einfach hinterher gelaufen. Was bist du eigentlich? Ich bin hier an der Seite, an der Ecke. Du Feindkontakt. Da unten ist Feindkontakt. Unten ist Feindkontakt. Die wollten uns ja lieb haben, sagen wir so. Ich stehe ja vor dem Tor. Ich kann da rüber klettern. Ach so, das sind noch mehr. Ja, ja, ja. Hier ist das eine Land offen. Oh, ich gehe trotzdem mal hier runter. Ich kann mal kurz was einschnurpsen. So. Also ich behaupte, immer dem da hier Deckung. Oh, ein Wasserfass. Woo. Da hinten ist eine Kiste zum Einschnurps, eine Ausstattungskiste. Ne, die brauchen wir doch jetzt. Wir sind doch noch blutige Anfänger, zumindest was den Charakter angeht. So, okay. Ich habe alle Wasserfässer geplündert. Warum ist eigentlich das Wetter hier so scheiße? Oder ist es nur bei mir so? Ich habe gerade oben drum genommen, also bei mir sieht das generell so aus. Ach so, klasse. Da kann die Grafik noch so gut sein, das ist ja wirklich blöd. 500 Meter sind es übrigens noch, weil wir gerade von blöd reden. Das ist blöd. Das ist wirklich saublöd. Das wird wahrscheinlich die einzige Mission sein, die wir heute machen können. Nebel rum. Bei mir wird er heute auf mit Rennen, oh, ich renne da weiter. Ah, wir müssen hin zu dem Grün. Nee, zu dem geradeaus hier, zu dem zu dem komischen türkisen geradeaus. Wanddreieck. Mhm. Auf dem Radar sind der Gegner markiert. Problem ist nur, die sieht man jetzt nicht unbedingt gut. Ich habe einfach auf die Striche geschossen. Ja, ich auch. So. Wir laufen mal bis in die nächste Kacke rein. Wir wollten doch bloß zur Mission. Hier habe ich das Gefühl, dass meine Waffe keine große Durchschlagskraft hat. Das ist wie wenn ich mit Papierkügelchen schießen würde. Oh, da achte ich eigentlich immer drauf, dass es bei mir nichts wischt. Okay, das ist die Waffe, die ich jetzt habe, die hat zwar eine schnelle Schüsse pro Minute, aber ja, schon schade. Ich habe ja, mit der einen Waffe habe ich Einzelschuss. Achso, das ist ja stimmt, du hast ja gesagt, das ist das Gewehr. Ja, das ist aber anderes. Achso, eine öffentliche Hinrichtung. Auch noch. Na dann, aber wir sind gleich da immerhin. Oh, warte, ich muss nachladen. Wo, hinter uns, der muss nicht nachladen. Der ist erst weg. Ah, jetzt war einer. Ja, der ist aber jetzt auch weg. Sich nähernde Feinde? Oder ich stelle mal das Geschütz hin. Oh, das ist blaues. Ne, eine Waffe sogar. So. Bei mir wird heute Deckung überbewertet. Das ist natürlich scheiße, wenn man hier überleben muss, ne? Nicht sterben darf. Und da wird die Deckung überbewertet. Das ist nicht so gut. Gut, lass uns mal hier durch.
Ja, Heinis. So. Juralitsch, wir lädchen hier gleich ein paar Sachen nebenbei. Ja. Einen blauen Rucksack oder was ich gekriegt habe. So, jetzt mal wieder. Was soll man machen? Was war denn das? Irgendwas mit Leuchtfeuer, aber Oh, ja. Das ist dahinter. Kommen wir da drüber? Nee. Ah ja, an der Seite geht's rein. Das Zugwrack erreichen. Nee, geht's auch nicht rein. Was ist denn hier rein? Tür offen. Ach, hast du eine Tür gefunden? Nee, aber da geht's nicht weiter. Ah ja, an der Seite geht's glaube ich hoch, oder? Nee, auch nicht. Ah, da vorne ist irgendwie, da leuchtet was, ja. Wenn wir gerade auslaufen, da leuchtet irgend so ein Punkt. Wahrscheinlich gibt es da hin. Ah, hier geht's rein, ja. Ja. Oh, Achtung, Erker! Warte, hier. Nehmt das, ihr Bösen. Ihr Ungetüme, los, weg mit euch. So, so guck mal, Kopf raus. Der Lili. Ja, aber was ich mir für verstecke oder abgeckschen? Da hinten ist noch einer, aber der könnte wenig ganz aus der Puppe. Ja, da kommt noch mehr. Mal schneller verstecken hier. Ein Lilly wieder dabei. Zwei Lillys. So, ist. Das ist eine Granate stecken. Hat er direkt gemacht. So. Was hat er gesagt? Markierung in der Nähe. Also Markierung in der Nähe. Gut, dann gehen wir zu der Markierung. Oh ja, warte, das ist noch Rucksack. Zack, ein Schnurps. Ist das von der Vertragsfahrt? Ja. Wo ist denn unterhalb der Treppe? Brücke. Oh oh. Sie nähern sich der Markierung. Da war's. Das stimmt, passt das. Ja, ich glaube auch. Warte, da kommen jetzt alle, kommen jetzt wirklich alle von dort. Lilly? Was steckt da schon hier so sinnlos? Alle haben sie Granaten im Wickel, am Wickel. Oder geschützt, je nachdem. So, jetzt geschützt ja, ist da. Nicht auf mich schießen hier, Bösewichte. Schnupp ist auch noch da, Schnupp hat doch volle Energie. Boah, ich müsste meine Energie nehmen, sonst bin ich wirklich hinüber. So. So, was ist denn hier noch? Oh, was ist da oben? Oh, ich hätte mal vorhin mal Muni gekauft. Oh, hier unten rennt Lilly fei rum, ne? Hm, da ist jetzt zu viel weg. Alter, fall mal höher, ist aber noch einer. Hier, irgendwo hier hinten ist einer. Ah, hier. Von Muni alle. So, die Waffe wechseln. Hab ich auch ein Gewehr. Boah. So, ich denke, was Gelbes. Glaubst du es? Und eine Waffe. Eigentlich wollte ich dir ja helfen, aber ich habe mal was Gelbes gefunden hier. Hm? Oh, eine Waffenkiste. So, die ja. Ja. Ich geh mal kurz ins Inventar rein, ich guck mal, was das Gelbe in der Waffe war. Das ist in einem Maschinengewehr, aber ich nehme es trotzdem. Das kann bloß besser sein. So, sammel du ruhig in Ruhe ein, es ist kein Problem. Wir nehmen uns die Zeit. Oh, ja. So, was kann man denn hier alles entdecken? So, okay, jetzt sind wir irgendwie hier hoch, also oben rechts irgendwie. Warte, hier vorne ist eine Tür. Und da kommt eine Munikiste. Und da vorne kommt böse. Oh, ich hab jetzt kein Sturmgewehr, aber ich hab jetzt nur eine Maschinenpistole. Klingt jetzt zwar nicht viel anders, aber es ist anders. Oh. Ah, die zieht aber schön ab. Wieder, das ist eine gelbe Waffe. Oder hier oben so einer. Komm her, was soll das da hinten? Mach einen Kopf hoch. Ja. Leg dich einfach hin und stirb, dann sterbst du nicht, dann schlaf ich. Das ist irgendwie ein Sniper oder irgendwas. Warte mal. Oh, ich hab mich versteckt, ich wollte mich gar nicht verstecken. So, der ist weg.
So, nun, oh, kommt die Gelber. Wo? Ach ja. Da unten wieder irgendein Lieutenant. Eine Granate, schmeiß mal eine Granate da runter, meine sind alle. Okay, gute Idee. Warte mal, das werde ich mal richtig mal tun. So, schmeiß. Okay, noch einen daher, schmeiß. Und noch einen daher. Das sind zwei mitgenommen. Also, vor und nach, vielleicht. Warte, der eine hat den Geschütz. Also, der eine ist geschützt, besser gesagt. Also. Gut, Geschütz ist weg. Ist ja Bennett weg? Ne, der lebt noch gerade so. Ne, der ist noch da. Super, weil das andere Viehzeug hier noch rumhuscht. Bennett! Ja. Leutnant ist weg. Okay, jetzt müssen wir noch uns um die Überbleibsel kümmern. Da kommt noch Schub. Wenn die irgendwie einfach die Flinte laufen, ist natürlich gut, das ist Hammer. Ist angenehm, ja. So, jetzt was einschnurpsen hier. Der Commander hat was fallen gelassen, aber was Grünes. Und es war immer noch nichts mit Leuchtfeuer. Oder hieß der jetzt Commander Leuchtfeuer? Ah, hier liegt irgendwas, also plündern. Jawohl, eins ist abgeschlossen. Mensch, das ist wieder ein Timing. Perfekt. So, hier an der Seite ist noch was zu holen, oder das tun wir mal schnell. Ja, aber schön. Oh, hier ein Kaffee. Das passt natürlich gut. Wir können uns hier vor das Kaffee stellen. Und gucken, genau. Wir gucken uns die Gegend an. Ne, wir haben jetzt Operation Leuchtfeuer abgeschlossen. Das war zwar eine längere Reise dorthin, aber erledigt haben wir es trotzdem. Es war wie immer schön und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von The Division 2. Bis dann, macht's gut, euer Jaro und euer Schnube. Ciao, ciao. Bis nächsten Montag. Ciao.